Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Babylon Box von Play 69. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Babylon von Play 69. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Box einmal, zweimal bestellt. Bedeutet, einmal werde ich sie öffnen und euch hier vorstellen und eine zweite Box gibt es zu gewinnen. Bedeutet, es gibt wieder ein Gewinnspiel. Alles dazu am Ende des Videos. Wir fangen an mit dem Unboxing. Wir werden das Ganze natürlich mal aus dem Plastik befreien. Und dann schauen wir uns das mal an. So. Babylon von Play 69, das zweite Soloalbum, das erste Jahr Aslan im Jahr 2016, damals noch über Supremos erschienen und jetzt Babylon unter anderem auch in Boxform erschienen und das Ganze über das Sublabel von Banger Musik, über Helal Money Entertainment. Wir haben hier eine rechteckige Box in Schwarz und Grau gehalten. Und hier haben wir den weißen Aufdruck Helal Money Entertainment präsentiert Babylon Play 69. Auch hier lesen wir Play 69. Rechte Seite haben wir Helal Money Play 69 oben und auf der linken Seite auch wieder HM für Helal Money. Auf der Rückseite lesen wir dasselbe wieder, inklusive der Infos zum Album, also den Credits und eines Barcodes. Gut. Das Ganze keine reguläre Klappbox, sondern der Deckel lässt sich vollständig abnehmen. So sieht es aus. Und dann haben wir schon den Inhalt vorliegen. Wir haben hier einmal die Babylon EP Collection. Das Album Babylon an sich. Das dürfte eine Mütze sein, eine Haube. Ein T-Shirt. Was haben wir hier? Eine Autogrammkarte und ein Poster, doppelseitig bedruckt. Gut, nachdem die Mütze bzw. das Album noch eingeschweißt ist, werden wir das mal kurz aus dem Plastik befreien. Also einmal die Haube und das Album. Nachdem es hier so eine Lasche gibt, brauchen wir hier kein Messer, sondern können das Ganze direkt hier öffnen. So, und dann haben wir das Cover von Babylon. Also wir sehen hier Play 69 vor einem düsteren Häuserblock, vor einem Wohnblock mit dunkelblauer bzw. schwarzer Weste und Kapuze. Helal Money Entertainment präsentiert Babylon Play 69. Hier links auch nochmal Play 69 zu lesen. Auf der Seite lesen wir auch nochmal Play 69 Babylon. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 16 Tracks an der Zahl. Features von Musie, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht. Dann Farid Bang, Casey Rebel, 18 Karat, Motrip und nochmals 18 Karat. Also bis auf Motrip alle aus dem Banger Camp von Banger Musik. Und ja, Motrip das einzige Label, beziehungsweise Musie und Motrip die einzige Label externen Features. Barcode und Credits. Von diesen 16 Tracks sind meine Favoriten zwei Solo-Tracks von Play 69. Und zwar einmal der Track Babylon Nummer 13 und der Track, ich glaube, der war das Auf der Straße Gold Nummer 16. Gut, dann kommen wir zum Inhalt der CD bzw. zum Booklet. Cover kennen wir bereits. Auf der Rückseite haben wir das Logo von Helal Money. Play 69 hier abgebildet. Und
die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran mitgewirkt hat, wer daran beteiligt war. Das dürfte sich jetzt vom Design her durch das ganze Album ziehen, also durch das ganze Booklet ziehen. Aber gefällt mir gut, speziell die Schrift ist wie so ein Glitch oder wie so Pixelfehler. Also wie auch schon das Cover so leicht verzerrt. Hat auf jeden Fall was, dieses Design. So sieht das aus. Dann haben wir hier zum Abschluss die Credits und dann noch die Social Media Auftritte aufgeführt. Sehr schön. Die CD sieht folgendermaßen aus. Auch hier wieder dieser Häuserblock abgebildet. Diesmal allerdings ohne den Künstler. Also hier ohne Play 69 im Vordergrund. Babylon und hier die Rückseite blank schwarz bzw. ganz dunkelblau. Dann haben wir weitere Musik und zwar die Babylon EP Collection. EP Collection Play 69. Wir haben hier 5 EPs bzw. 4 EPs und eine Instrumental-CD. Wir haben die Straight Flush EP, dann die Champions League EP, Aslan EP und Nordstadt EP. Die Nordstadt EP, der ein oder andere wird es wissen, die gab es ja bereits bei 18 Karat, bei dem Album Pusher in der Box, war die Nordstadt EP dabei. Alle anderen für mich absolut neu. Und was auch schön ist, es gibt eine Instrumental-CD, die nicht nur Babylon, also die Album-Instrumentals beinhaltet, sondern auch die Straight Flush EP. Sehr schön. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ein Digipack. Wir haben hier CD5 abgebildet. Nordstadt EP mit den 5 Tracks, also der Tracklist. Dann haben wir die Straight Flush EP, die Instrumental-CD, wie gesagt, die Instrumentals von Babylon und Straight Flush. Dann haben wir die CD3 Champions League, CD4 Aslan EP und CD5 Nordstadt EP. Und hier dann eben die Tracklists der einzelnen CDs. Wir schauen mal kurz die CDs an, aber ich schätze, die werden vom Design her recht ähnlich sein. Also so sehen die aus, in schwarz und weiß gehalten, Play 69 und darunter dann immer die jeweilige CD aufgelistet, CD1 in diesem Fall, Straight Flush EP. Und wie so oft in einem Digipack, das Ganze dann hier so einfach zum Rausziehen. So sehen die CDs dann aus, alle in diesem Babylon Design. Champions League EP, ja die EP, wo es auch diese Blogs dazu gab, wo Play 69 da quer durch Europa unterwegs war. Dortmund, Juventus, Besiktas, Paris Saint-Germain und Barcelona, wenn mich nicht alles täuscht. Diese 5 Stationen gab es. Dann haben wir eine Autogrammkarte, sieht so aus, Play 69 mit weißem Stift unterschrieben. Auf der Rückseite Social Media Auftritte, Facebook und Instagram von Play 69 und Hilal Money Online, die Website. Dann haben wir noch ein doppelseitiges Poster, einmal im Querformat, hier Play 69 abgebildet, am Balkon lehnend, auf der Terrasse. Und dann haben wir noch einmal das Coverfoto von Play 69 Babylon. Sehr schön, also einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Je nachdem, was ihr bevorzugt, könnt ihr natürlich das dann aufhängen. Dann haben wir noch diese Haube mit dem Babylon auf Näher. Babylon inklusive einer AK. Jetzt würde mich noch interessieren, jawohl, wir haben hier einen Zettel. Was lesen wir hier? Hilal Money Entertainment. 100% Acryl, made in EU. Also schlichte schwarze Haube, hier vorne mit diesem Babylon Logo und der Waffe darunter. Und zu guter Letzt haben wir dann auch noch ein T-Shirt, welches
so aussieht. Babylon, darunter wieder die Waffe, Helal Money Entertainment präsentiert. Und das Ganze nicht klassisch schwarz-weiß gehalten, sondern die Schrift bzw. die Waffe mit so einem Blumenmuster unterlegt. Und rechts unten haben wir noch Helal Money, das Logo. Neckprint haben wir in dem Fall keinen. Das Ganze ist Größe L. Und jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier unten noch einen Zettel vorfinden. Ja, sieht gut aus. Und zwar haben wir es zu tun mit einem Souls Imperial Fit. Das Ganze ist 100% Baumwolle und wo haben wir es? Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Schauen wir uns noch kurz im Detail an, wie dieses T-Shirt aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Wir haben hier das schwarze T-Shirt mit dem Aufdruck Helal Money Entertainment präsentiert. Babylon und darunter die AK. Gefällt mir echt gut, dieser weiße Aufdruck mit diesem Blumenmuster. Und darunter haben wir dann natürlich noch dieses HM, das Logo von Helal Money. Also, wenn man das T-Shirt trägt, dann ist das links unten am Bund. Und dann haben wir natürlich auch noch die Haube. Ist natürlich jetzt eher selten, dass man eine Haube mit einem T-Shirt kombiniert. Und ich bin generell jetzt nicht so der Haubenträger, aber das T-Shirt werde ich definitiv mal tragen. Das gefällt mir richtig gut. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gesagte T-Shirt in der Größe L. Dann die passende Haube dazu. Das doppelseitige Poster, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Die Play 69 Autogrammkarte unterschrieben. Die Babylon EP Collection, also 4 EPs plus Instrumentals. Und das Album Babylon an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und bevor ich dieses Video beende, kommen wir noch kurz zum Gewinnspiel. Und zwar, wie auch schon die Gewinnspiele davor, ist es ganz einfach. Es gibt diverse Schritte, um das Gewinnspiel um daran teilzunehmen. Und zwar einmal diesen Kanal Unbox Kings auf YouTube zu abonnieren. Ganz wichtig dabei bitte, stellt eure Abos in YouTube auf öffentlich, sodass ich auch dann bei der Auswertung nachvollziehen kann, dass ihr den Kanal abonniert habt. Kommentiert dieses Video mit eurer Lieblingsline bzw. eurem Lieblingstrack von Play 69 und ich werde auch ein Foto auf Instagram hochladen, auf dem Profil von Unbox Kings mit dem Boxinhalt von Babylon und dieses Video dann einfach, dieses Foto dann einfach liken und in eurem YouTube-Kommentar, wo ihr die Lieblingsline oder den Lieblingstrack kommentiert, einfach den Instagram-Account noch hinzufügen. Ja, das war's. Das Ganze endet dann am 12. Februar, also genau in 4 Wochen, werde ich dann das Ganze auswerten bis 23.59 Uhr am 12. Februar habt ihr Zeit. Und am Tag darauf, sprich am 13. Februar, kommt dann das Auswertungsvideo, wo ich dann live auflösen werde, wer der glückliche Gewinner, die glückliche Gewinnerin ist. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Play 69 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.